ich bin Andrea von Kleider für Julia und heute haben wir das zweite Video von meiner Bücherwoche. So, am Sonntag habe ich schon mit euch geteilt, was finde ich am wichtigsten, um die richtige Entscheidung zu treffen. So, wie findet ihr das richtige Buch für euch? Und heute bringe ich euch dann das erste Videorezension. Es geht dann um das Buch Schnittkonstruktion in der Mode, Grundschnitte von Therese Gilewska. Ich hoffe, dass ich gerade den Namen richtig gesagt habe. So, was bietet dieses Buch, was da mir sehr gut gefallen hat, was mir da nicht so gut gefallen hat und wie war meine Erfahrung, als ich dann einen Grundschnitt getestet habe, das werde ich dann mit euch heute teilen. So, wir fangen mit dem Struktur an. Was hat das Buch? So, das Buch hat Grundschnitte von einem Oberteil. Dieser Oberteil ist so konstruiert, dass die erstmal eine Art Kastenform haben und dann diese Kastenform in einem taillierten Oberteil abwandeln sozusagen. Wir fügen noch ein paar Abnäher dazu. Das heißt, am Ende konnten wir eigentlich beide Möglichkeiten nutzen. Danach haben wir noch ein paar wichtige Infos, damit wir wirklich etwas damit anfangen können. Das Buch zeigt uns zum Beispiel, wie wir Abnäher verschieben, wie wir Passzeichen hinzufügen und solche wichtige Sachen. Dann haben wir auch für den Oberteil als extra Abwandlungen haben wir einige Ausschnittsformen und haben wir auch dann ziemlich viele Kragen. Danach haben wir dann Ärmelgrundschnitt, auch hier richtig viele Abwandlungen. Wir haben jede Menge kurze oder längere Ärmel. Dann haben wir den Rockgrundschnitt, auch mit ziemlich vielen Abwandlungen, wie wir ganz unterschiedliche Röcke machen können. Die Reihenfolge weiß ich nicht mehr, ob es wirklich so ist, aber das ist alles dabei. Was nicht dabei ist, ist der Hosengrundschnitt. Sie haben schon eine Abwandlung für einen Hosenrock, aber keine richtige Hose. Aber dann, wie war meine Erfahrung, als ich wirklich einen Grundschnitt getestet habe? Der Grundschnitt, das ich von jedem Buch getestet habe, war der Rock. Und hier habe ich eigentlich nur noch mal meine Meinung bestätigt, dass es nicht so einen Unterschied gibt. Ich fand es ziemlich witzig, weil eigentlich waren schon alle drei Röcke ziemlich, schon ein bisschen unterschiedlich. Der Grundschnitt von einem Rock kann nicht sehr unterschiedlich sein, aber es gab schon Unterschiede. Aber trotzdem, allein in der Abnäherverteilung so gab es schon einige Unterschiede und trotzdem am Ende fand ich das Ergebnis immer sehr ähnlich. Was nicht gepasst hat in keiner von den Schnittmustern, ist etwas, das sehr abhängig von meiner Figur ist. Weil ich habe eine Figur, der gleich ab der Taille wird breiter, dann ist ziemlich flach bis der Hüfte. So, ich habe eine sehr quadratische Hüfte sozusagen. So, in jedem Grundschnitt hatte ich dann immer ein paar extra Stoff. Das ist wirklich nochmal so und deswegen erwarte ich auch schon immer, dass ich irgendwelche kleinen Anpassungen machen muss. Und das ist nicht jetzt der Schuld von dem Grundschnitt, es ist einfach so. Ich hatte ja mit euch in meinem letzten Video geteilt, welche Punkte finde ich wirklich sehr wichtig in jedem Buch. Und das sind auch die Punkte, die ich als Orientierung genutzt habe, als ich alle diese Bücher geschaut habe. Basiert an dieser Liste werde ich euch dann sagen, was war für mich so am besten und nicht so gut. Und falls ihr das erste Video nicht dann geschaut habt, ich lasse dann das Link unter. In dem ersten Punkt ging es um, wie gut die Grundschnittlogik erklärt wird. Und dieses Buch hat nicht sehr viele Details darüber. Das Buch hat wirklich nur eine Seite, worüber sie sprechen. Diese Seite fand ich aber schon richtig schon kurz zusammengefasst, sodass eigentlich alles, was wirklich wichtig ist, steht drin. Ich kann euch hier sogar ein kleines Stück lesen, das ich immer sehr wichtig finde. Jetzt kommt ein Zitat. Es ist nicht besonders schwer, ein Schnittmuster für ein modisches Kleidungsstück zu entwickeln. Das wahre Problem liegt in der Anpassung an den Körper. Das ist etwas, das ich auch wirklich sehr wichtig finde. Also ich habe schon den Eindruck, dass obwohl sie nicht sehr tief drüber reden und wenige so Hintergrundtheorie zeigen, das sind schon alle wirklich wichtigen Punkte, sind schon da zusammengefasst. Das Thema Stoff oder was für Unterschiede gibt es in dem Schnittmuster, die für unterschiedliche Stoffe gemacht werden. Dieses Thema wird auch nicht wirklich angesprochen, nicht richtig. Das Buch hat aber einen Grundschnitt auf Strickwaren. Das ist auch nicht typisch, das kommt nicht immer vor. Allerdings, nur wirklich für den Oberteil. Ärmel dazu habe ich zum Beispiel nicht gefunden. Man würde aber bestimmt zurechtkommen, wenn ihr den Grundschnitt von dem Ärmel einfach auch für diesen Schnittmuster nutzt. Vielleicht würdet ihr ein paar Anpassungen machen, aber es wäre möglich zu machen. Zum Thema Abwandlungen. Dieses Buch hat wirklich sehr viele Abwandlungen, vor allem von den Extren. So, das hat richtig viele Kragen, richtig viele Ärmel, noch einige Ausschnittsformen. Das hat auch schon einige Röcke-Modelle, so man kann schon damit viel anfangen. Ich fand vor allem überraschend, wie viele Kragen und wie viele Ärmel das Buch zeigt. In diesem Buch werden keine Kleider oder keine Jacke gezeigt. Es gibt aber ein zweites Buch,
wo alle diese komplexeren Abwandlungen gibt. So, allein mit diesem Buch kann man schon einiges anfangen. Zum Beispiel für den Oberteil selbst gibt es nicht viele Abwandlungen, aber sie zeigen zum Beispiel schon eine Prinzessinnenacht, das können wir zum Beispiel hier sehen. Ich finde die Erklärung von den Abwandlungen immer richtig gut gemacht. In diesem Seite kann man eigentlich meine zwei Lieblingssachen in diesem Buch sehen. Einmal, ich finde, dass die Anleitungen für die Abwandlungen richtig gut sind. Ich finde, die Grafiken sind so gut gemacht, dass man braucht den Text fast nicht mehr lesen, weil es wirklich sehr deutlich ist. Generell finde ich die Grafiken in diesem Buch sehr gut. Ich finde auch zum Beispiel in dieser Seite finde ich sehr nett, wie sie ganz klar durch die unterschiedlichen Farben zeigen, wie unterschiedlich am Körper unterschiedliche Kragenfarben können. So. Die Grafiken von den Abwandlungen finde ich dann richtig gut. Die haben alles, was man braucht. Sie nutzen Farbe, finde ich sehr klug, weil die Farbe kommt auch wirklich, wo sie wichtig ist. Es gibt hier keine tausende Farben, aber die Farben, die genutzt werden, werden auch wirklich sinnvoll genutzt. Was ich auch sehr gut finde und man hier auch sehr gut sehen kann, ist, dass für jede Abwandlung haben sie ziemlich gute so Notizen fürs spätere Nähen. So von jeder Abwandlung zeigen sie auch die Nahtzugaben, wo sie kommen, welche Linie auf Stoffbruch geschnitten werden und aber auch die Besetzer. Wie würde man dann einen Besatz für dieses Modell machen? Das finde ich sehr wichtig und das kommt nicht immer vor. Jetzt aber zurück zu den Grundschnitten. Hier fand ich die Abbildungen nicht mehr so gelungen. Die sind nicht schlecht, so es ist zum Schaffen. Aber ich finde, dass sie fast zu wenige Abbildungen haben. Sie zeigen zum Beispiel in dem Rock wirklich nur einen fertigen Grundschnitt vom Rock, schon mit allen Linien, mit aller Masse. Und das ist nicht schlimm, man kann mit der Hilfe von dieser Anleitung schon verstehen, wenn man es will, aber er fordert schon ein bisschen mehr Konzentration als in anderen Büchern, die wirklich Schritt für Schritt auch unterschiedliche Bilder haben, weil dann sieht man auch gleich, warte mal, diese Linie ist hier neu, so wahrscheinlich geht es darum, so dass in anderen Büchern schon ein bisschen schneller ist zu erkennen, was ist der nächste Schritt. Trotzdem, man kann es schon verstehen, so vielleicht braucht man ein bisschen mehr Konzentration, vielleicht muss man die Texte ein bisschen genauer lesen, es ist aber zum Schaffen. Ein anderer Punkt, worüber ich oft rede und das ich sehr wichtig finde, ist dann diese Fehlererkennung und Anpassungen. Ob das Buch euch hilft, die Fehler, die ihr bei der Anprobe feststellt, zu erkennen, woher das kommt und wie kann man das anpassen. Dieses Thema kommt gar nicht vor. Ich weiß nicht, ob dieses Thema in anderen Büchern von dieser Kollektion kommt. Es könnte sein, da bin ich jetzt nicht sicher, aber in diesem Buch kommt auf jeden Fall nicht wirklich vor. Es gibt schon eine oder andere Notizen oder Anmerkungen während die Anleitung von dem Schnittmuster, wo die sagen, ja, für eher größere das, für weniger das, eher das. Und sie sagen sogar einen extra Hockgrundschnitt für einen größeren Po. Aber das war es schon so. Am Ende, es gibt schon ein paar Anmerkungen für unterschiedliche Figuren, aber das Thema wirklich Fehler zu erkennen, woher die Fehler kommen, wie man sie korrigieren kann, kommt nicht vor. Ein paar Extras, das dieses Buch anbietet und ich sehr gut finde, ist zum Beispiel, sie haben ein paar so Futterhinweise, zum Beispiel für den Rock. Andere Sache, die ich nett finde, das braucht man wieder auch nicht wirklich. Es ist jetzt vielleicht nicht super wichtig, vor allem in einem Buch über Grundschnitte. Aber ich finde es schon nett, solche Details wie zum Beispiel hier, wie man diese Tascheneingriffe ausschneidet. Eine andere Sache, die ich auch sehr interessant fand, ist, dass das Buch sehr viele Anmerkungen hat, die immer sehr auf den Punkt treffen. Sind sehr viele Sachen, wo man wirklich merkt, dass wer dieses Buch gemacht hat, hat wirklich Erfahrung damit und kann schwierige Sachen sehr schon kurz zusammenfassen. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel hier auf diese, hier bei dem Grundschnitt vom Oberteil steht, zu große Maße für die Abnäher können das Kleidungsstück verformen. Und das ist zum Beispiel etwas, das ich erst mit der Erfahrung gelernt habe. So, für mich wäre ganz nett, wenn mein erstes Buch auch sowas hätte. Jetzt zum Schluss, für wem ist dann dieses Buch am besten? So, das ist jetzt natürlich nur meine Meinung, ihr solltet meine Meinung auch sehr kritisch beachten, aber wem ich dieses Buch empfehlen würde, wäre zu Leuten, die zum Beispiel eher so Schnittmuster-Hacks machen wollen. Leute, die nicht so viele Probleme haben mit Passform. Ihr seid eigentlich ziemlich zufrieden mit dem gekauften Schnittmuster, aber ihr findet manchmal nicht die richtige Ärmel oder die richtige Kragen für ein Kleid. Ihr habt eigentlich den Hauptteil vom Kleid, ihr seid zufrieden mit der Passform, aber die Ärmel sind super langweilig und ihr findet jetzt nicht die Ärmel, die ihr wollt oder den Kragen, die ihr wollt. Für solche Fälle ist das wirklich gut. Aber das ist auch der günstigste Buch. So, es ist auch vielleicht gut für Leute, die noch nicht so sicher sind
ob sie damit wirklich ernsthaft anfangen wollen, aber die schon neugierig sind. Ihr könnt zum Beispiel dann mit diesen kleinen Abwandlungen machen, einfach neue Ärmel für ein Oberteil. Aber ihr könnt auch, wenn ihr dann danach Lust habt, richtige Grundschnitte zu machen. Das ist alles hier zu schaffen. Für wen dieses Buch wirklich nicht ist, ist für jemanden, die Hose konstruieren will, weil die Hose dann gar nicht vorkommen. Und jetzt als kleiner Tipp, falls ihr wirklich das Buch kauft, was ich bei diesem Buch immer machen würde, wäre die Anleitungen immer zuerst vom Anfang bis zum Ende genau zu lesen und am besten sogar gleich verstehen und erst danach wieder so Schritt für Schritt abarbeiten. Und vielleicht sogar bei dieser ersten Lesen halt die wichtigsten Sachen mit einem Bleistift unterstreichen oder sowas. Ich finde schon, dass in diesem Buch das besonders wichtig ist und generell finde ich eigentlich gut, dass ihr ein ganzes Kapitel erstmal zumindest durchblättert, vor dass ihr wirklich den Grundschnitt macht. Weil es gibt schon wichtige Hinweise, die erst danach kommen, wie zum Beispiel die Zugabe. So die meisten, die Grundschnitte von diesem Buch haben keine Zugabe, so sie haben keine extra Puffer für Beweglichkeit oder für Jacken oder sowas. Aber sie sagen das auch. So, es gibt auch eine Seite, wo sie erklären, wie man generell diese Zugabe geben konnte. Und solche Sachen finde ich immer schon zu wissen, schon vor, dass man anfängt. Aber vor, dass ihr eine Entscheidung trifft, ich würde euch schon sehr empfehlen, auch die nächsten zwei Videos anzuschauen, weil ich fand schon eigentlich sehr interessant, wie wirklich jeder von diesem Buch unterschiedliche Schwerpunkte hat. Das ist dann für heute alles. Danke fürs Zuschauen und bis morgen mit dem Buch Schnittentwicklung von Dänik Schumann-Loh. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch richtig gesagt habe. Ciao.